1978. Bunter Aufbruch in West-Berlin. Jubel für den ersten Deutschen im Weltall. Bam, bam, on s'asplace, j'ai sur mon lit à bouffer, ça n'en rend du vent, prends mon whisky, quant à moi, peu dormi, vie, débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière. Levi's Jeans und VW Golf für die Werktätigen des Ostens. Der Golf war die Sensation. Freundschaft trotz Mauer. Hertha und Union eine Nation. Und ganz weit draußen ein neuer Bezirk in Ost-Berlin. Marzahn war schon ein Schock. Zweimal Queen auf dem Kudamm und im Konzert. Und ein Amerikaner in Berlin. Was immer sei, Berlin bleibt frei. Am 13. Januar rollt ein Zug mit 200 VW Golf über die innerdeutsche Grenze. Bisher war das Privileg, Westautos zu fahren, vor allem der Staatsführung vorbehalten. Nun sollen auch ganz normale Werktätige in diesen Genuss kommen. Eigentlich ist es eine Sensation. Aber es finden sich kaum Käufer für den luxuriösen Westimport. Das lief alles nicht so richtig los, weil wahrscheinlich es wirklich einigen zu teuer war. Denn wenn man das in den Zentren der Arbeiterklasse anbietet, da haben die zwar genug verdient, um ordentlich leben zu können, aber ein Auto für 30.000 jetzt einfach mal so zu kaufen, das war für viele zu teuer. Und deswegen kam dann diese Sensation, muss man sagen, einer Preissenkung. Und dann kosteten die Autos nur noch, also für DDR-Verhältnisse normal, zwischen 20.000 und 25.000. Die 10.000 VW Golf werden vorwiegend in Ost-Berlin verkauft und mischen sich allmählich unter Trabis, Moskwitschs und Wartburgs. Da Klaus Zwingenberger als Redakteur der Zeitschrift Der Straßenverkehr nicht zur Arbeiterklasse zählt, gehört er auch nicht zum bevorzugten Käuferkreis. Über ein Sonderkontingent kann er immerhin einen transportgeschädigten Golf in Miami Blau erwerben. Transportgeschädigt hieß bei mir eingedrückte Stoßstangen. Die hatten ja noch so ein schwaches Blech von vorne und hinten dran und einen Knick im linken hinteren Kotflügel. So, und das war mir jetzt ziemlich schnüppe. Ich wollte diesen Golf und ich wollte vor allen Dingen einen Diesel haben. Das war mein großes Begehren. Und die zwei Dellen in den Stoßstangen, die habe ich mir selber rausgedrückt. Und den Knick habe ich bis zuletzt drin gelassen, weil ich fürchtete, wenn ich den rausdrücke, dann platzt der Lack. Seine erste große Tour führt ihn nach Zwickau zum traditionsreichen Sachsenring, wo er über die Motorsportrennen berichtet. Als Journalist hatte ich da auch Zugang zum Fahrerlager. Und dann war das, der Golf war dann die Sensation im Fahrerlager. Die kamen alle an das Auto, alles aufmachen, gucken und so weiter. Alles in Ordnung. Und als ich dann wieder nach Hause fahren wollte, nach Berlin, wollte ich tanken. Und da bin ich dann eine kleine Tankstelle da nahe vom Sachsenring rangefahren. Und ich sagte, ja, ich möchte gerne Diesel. Ja, was Diesel? Sie können doch keinen Diesel tanken. Ja, ich sage, natürlich, ich habe hier ein Dieselfahrzeug und ich möchte Diesel tanken. Nee, da brauchen Sie Talons. Ich sage, ich muss jetzt nach Berlin zurückfahren. Ich stehe hier, Sie haben Diesel und ich fahre nicht eher weg. Ja, und zwar Sonntag. Ich kann jetzt nirgends anrufen und fragen und so. Nee, jedenfalls hin und her. Die hat mir dann Diesel gegeben und da habe ich gemerkt, dass das eben draußen, wir Ostberliner draußen in der Republik, das war draußen noch nicht angekommen, dass wir jetzt auch Diesel-Pkw haben. Nachdem es sich an den Tankstellen herumgesprochen hat, dass nun auch Pkw mit Diesel fahren, ist Klaus Zwingenberger auf seinen Urlaubsreisen klar im Vorteil.
wir hatten ein ziemlich weitmaschiges Netz von Tankstellen. Und gerade an den Wochenenden musste man viele Stunden warten an den Tankstellen. Und ich bin an die Ostsee gefahren und habe oben an der Autobahn, die ging ja bis etwa Prenzlau, und ziemlich am Ende da oben gibt es noch eine Tankstelle. Gab es eine Tankstelle und da habe ich beobachtet, dass die Leute 4,5 Stunden gewartet haben, bis die ihren Benzin bekommen haben. Und ich konnte dann an die Diesel-Zapfsäule fahren, die sich nicht im Pkw-Bereich befand, weil es eben keine Pkw gab. Dann fuhr man immer rüber zu den LKWs und da war eh wenig los, am Wochenende noch weniger los. Bin ich rangefahren und waren 5 Minuten wieder weg. Und bei 50 Liter Tankinhalt und ein Verbrauch von schätzungsweise habe ich so um die 6 Liter gebraucht. Da hatte man einen örtlichen Radius. Und so groß war die DDR ja nicht. Da konnte man also viel fahren. Am 27. Januar fahren 15.000 Linke aus Deutschland und dem Ausland nach West-Berlin. Sie folgen dem Aufruf, wir hauen alle ab zum Strand von Tunix. Es soll eine Abschiedsparty von den gescheiterten Träumen der Linken werden. Doch aus dem geplanten Abschied wird ein Aufbruch. Ende der 70er Jahre haben dann diese ganz starken Bewegungen gesagt, also wir müssen unsere politischen Inhalte nicht nur auf der Straße verkünden, dafür demonstrieren, Aufmerksamkeit schaffen, sondern wir müssen auch ein, so nannten wir das damals, Spielbein in den Parlamenten haben. Wir müssen auch in den Institutionen, das heißt in den Gewerkschaften, in den Apparaten, in den Gerichten, in der Verwaltung, in den Betrieben gegenwärtig sein und müssen für unsere Vorstellungen von Politik und von den notwendigen revolutionären Veränderungen in der Gesellschaft für die werben. Und da wurde die Parole eben ausgegeben, den Gang durch die Institutionen anzutreten, was nicht hieß, dass man nicht trotzdem weiter demonstrierte, aber eben auch da Flagge zeigte. Der Tunix-Kongress in der Technischen Universität wird zur Geburtsstunde der alternativen Bewegung in Deutschland. Statt den Staat anzufeinden und anzugreifen, wollen sie mit Fantasie und alternativen Konzepten das Land verändern. Bereits seit Mitte der 60er Jahre träumt der Ex-RAF-Anwalt Hans-Christian Ströbele mit anderen Genossen von einer linken autonomen Tageszeitung. Nun scheint die Zeit reif, den Traum in die Tat umzusetzen. Ich weiß noch, dass ich auf diesem Tunix-Kongress in der Audimax der TU mit anderen zusammen die Tageszeitung, dieses Projekt Tageszeitung hieß das da, wir hatten auch im Prospekt schon rausgegeben, vorgestellt habe und dass großer Beifall und große Unterstützung da signalisiert wurde. Es war offenbar so dringend notwendig, auch nach dem deutschen Herbst, ich glaube, das spielte auch eine Rolle, dass der noch gar nicht lange zurücklag, dass sich sehr viele Leute das wünschten und sagten, wir brauchen das, wir brauchen auf der linken Seite ein Sprachrohr, eine Zeitung, die unabhängig ist, journalistisch völlig unabhängig ist, radikal ist, auch Sachen schreibt, die die anderen nicht schreiben. Auf den Beifall folgt die Arbeit. Denn um den Traum von der linken Zeitung wahrmachen zu können, benötigen die Macher 20.000 Vorausabos. In der Zeit sind wir durch die Kneipen gegangen, also in den einschlägigen Kneipen hier in Berlin, und haben Vorausabos bzw. Spenden gesammelt. Das muss man sich ja vorstellen, dass jemand ein Abo zeichnet, das war schon damals nicht billig, weiß nicht mehr, wie es am Anfang kostete und auch bezahlte, für eine Zeitung, die es noch gar nicht gab, sondern die so ein paar engagierte Leute, Genossinnen und Genossen hieß das damals, auf die Beine stellen. Der Kommunismus ist wirklich die geringste Forderung, das Allernächstliegende. Der Schauspieler Eckhard Schall rezitiert den Dichter Bertolt Brecht. Wer sich gegen ihn stellt, ist nicht ein Andersdenkender.
sondern ein Nichtdenkender oder ein nur an sich Denkender. Am 9. Februar, zum 80. Geburtstag von Bertolt Brecht, wird in Ost-Berlin das Brecht-Haus eingeweiht. Die Chausseestraße 125 war die letzte Wohnadresse des Dichters und der Theaterprinzipalin Helene Weigel. Staatschef Erich Honecker ist der erste Besucher der restaurierten Wohn- und Arbeitsräume. Gisela May, weltweit gefeierte Brecht-Interpretin, singt den Staatsmännern in Anzug und Schlips Brechts Friedenslied. Mein Name ist Nina Hagen und ich bin am 11. März 1955 in Berlin-Friedrichshain geboren worden. Von 1961 bis 1962 bin ich in die Schule gegangen und davon bin ich ungefähr 6 oder 7 Jahre in die Pionierorganisation gegangen. Ich war auch in der Freien Deutschen Jugend und 1972 bin ich an eine sogenannte Schlagerschule gegangen und bin Schlagersängerin geworden. Und als mir das nicht mehr so gefallen hat, habe ich mir eine Beatgruppe gesucht und habe Rock'n'Roll gemacht. Und dann bin ich wieder Schlagersängerin gewesen und habe immer versucht, irgendwas Lustiges zu machen und irgendwas Gutes zu machen. Und dann bin ich 1976 aus der DDR in den Westen gegangen. Nach der Ausbürgerung ihres Stiefvaters Wolf Biermann und dem Weggang ihrer Mutter Eva Maria hat sich auch Nina Hagen von der DDR verabschiedet. Ihre Fotoalben hat die 23-Jährige mitgenommen. Und hier ist, das ist uninteressant. Das ist Kathi Thalbach, ist auch eine Freundin von mir. Sag mal, was ist hier? Das ist ein Familienfoto. Wolf, Mutti und ich. Ein Jahr lebte sie in London, lernte Punk und Reggae kennen. Nun startet sie in West-Berlin durch. An ihrer Seite die Musiker von Lokomotive Kreuzberg. Wir standen auf dem Rummel Kreuzberg, tranken auf die Schnelle mal kühles Bier. Eigentlich wollte ich längst nach Hause, da sagte einer, ich bin Kavalier. Am 11. Februar erscheint das Album mit dem schlichten Titel Nina Hagen Band. Der Erfolg ist enorm. Bald sind 250.000 Exemplare verkauft. Furios koboldst Nina Hagen mit ihrem 4-Oktaven-Stimmumfang. Ihre flapsigen Texte schreibt sie selbst, wobei sie gerne klaut, besonders bei Bertolt Brecht, wie sie behauptet. Unbeschreiblich weiblich heißt einer ihrer Songs. Ein selbstbewusster Aufschrei der Punk-Queen gegen vermeintliche Frauenpflichten und angeblich selbstverständliche Männerrollen. Sie haben in einem Interview gesagt, Sie hätten das Gefühl, Sie müssten, wenn Sie hier singen, etwas ablassen, und zwar ganz dringend. Mhm. Was ist das, was Sie da ablassen wollen? Na, das ist zum Beispiel die Wut gegen bescheuerte Männer, die einen letztendlich als Idiot behandeln, obwohl man ja Kinder ist. Und gegen sowas habe ich vor, was zu machen. Und wie kann man dagegen was machen? Na, indem man besser ist als diese Männer, indem man origineller ist als sie, indem man einfach viel toller ist als die hässlichen Typen. Ich war beim Bumser, fiel an mir gleich auf. Ja, da lag's nicht, als wäre allein da. Na klar, na klar, der Typ war einfach süß, da wollte ich ran, weil mich mal schnell bemerkbar machen. Rangehen! Ost-Berliner Fußballfans auf dem Weg in die alte Försterei, dem Stadion des 1. FC Union. Der gilt bei seinen Anhängern als Underdog, der Staatssicherheit als Sammelbecken der Unbequemen. Der Fußballclub im Arbeiterbezirk Köpenick genießt auch im Westen der Stadt einen guten Ruf.
Als Union am 18. Februar gegen die blau-weißen Kicker vom 1. FC Magdeburg spielt, zieht erstmals auch der 19-jährige Manfred Sangel in die Wuhlheide. Auch er trägt blau-weiß. Für den Wilmersdorfer sind es die Farben von Hertha BSC. Doch damit hat er bei den Unionern einen schlechten Start. Jo, die waren nicht amüsiert, weil die nur blau-weiß gesehen haben und gedacht haben, ich bin Magdeburger. Und dann kamen dann schon welche, ey du scheiß Magdeburger, ich sag, habt ihr eine Macke? Also wie man jetzt früher, das weiß ich nur nicht mehr, das verwässert ja auch so ein bisschen. Aber jedenfalls konnte ich relativ schnell klar machen, dass ich Hertha-Fan bin. Ey, du kommst von drüben, ist ja cool, ist ja geil. Cool hat man, glaube ich, früher auch noch nie gesagt, ist ja geil. Schwuppdiwupp hatte ich meinen Schal nicht mehr, hatte dafür einen Union-Schal. Und mein T-Shirt musste ich auch gleich ausziehen und hatte dann Union-Shirt. Es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zwischen Blau-Weiß-West und Rot-Weiß-Ost. Am Ende sahen die alle genauso aus wie wir. Lange Haare, große Fresse auf Süddeutsch. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen anders war, dass deutlich mehr Bundeswehrparker zu sehen waren und auch Jesuslatschen. Das war vielleicht bei uns, vielleicht bei den Studenten, aber sonst nicht so angesagt. Das erste Mal oder einer der ersten Male, wo wir in einer MZG waren, in einer Mehrzweckgaststätte, die tagsüber irgendwie Kaffee oder so war, war dann abends Tanz und der Kellner kam nicht. Und dann kam der Kellner und dann haben unsere Kumpels zwei Trommeln bestellt, Bier. Und da kann ich mich ganz genau noch dran erinnern, da habe ich gesagt, wir sollen das alle trinken. Ne? Da hat er gesagt, na, du weißt ja nicht, wann er wiederkommt. Und er hatte recht, also das hat wirklich gepasst. Ne? Seit dem letzten Sommer ist die Hausfrauenehe im Westen Deutschlands abgeschafft. Mit dem reformierten Ehe- und Scheidungsrecht muss eine Frau nun nicht mehr ihren Mann fragen, ob sie arbeiten gehen darf. Und eine sogenannte nachhaltige Vernachlässigung ihrer Haushaltspflichten ist kein Scheidungsgrund mehr. Galt die DDR bisher als Scheidungsweltmeister, zieht Westdeutschland nun nach. Jede dritte Ehe wird geschieden. In West-Berlin stellt man sich sogar die Frage, ob die Ehe überhaupt noch zeitgemäß ist. Wenn ich einen richtigen finden würde, würde ich auch heiraten. Ich finde es eine Herausforderung. Also ich finde es schöner, wenn jeder was machen kann, was er möchte. Ja, auf dem Standpunkt stehe ich. Und trotzdem zusammenhalten. Die Ehe für zeitgemäß. Ja, nach dem neuen Scheidungsgesetz nicht. Pressekonferenz im ersten Frauenhaus West-Berlins. Es geht um ein öffentlich beschwiegenes Thema. Gewalt gegen Frauen, vor allem in der Ehe. Noch immer erfahren misshandelte und hilfesuchende Frauen bei staatlichen Behörden eher Vorurteile statt Hilfe. Als Beispiele nannten sie unter anderem diskriminierende Fragen bei der Polizei und mangelndes Ermittlungsinteresse der Staatsanwaltschaft auch bei Gewaltanwendung. Meine Frau, die 24 Jahre lang auf schwerste Weise misshandelt worden war, eine Strafanzeige gestellt hatte. Und zwar erging diese Einstellung seitens der Staatsanwaltschaft mit der Begründung, die Frau habe es sich schließlich 24 Jahre lang gefallen lassen. Deshalb sei ja hier überhaupt kein öffentliches Interesse ersichtlich. Es ist bis jetzt so gewesen, dass 80% aller Verfahren, aller Körperverletzungsverfahren aus dem Ehe- und Beziehungsbereich in der Statistik eingestellt wurden. Die Ehe war so, wie sie war. Männer durften, Männer konnten. Männer hatten die Möglichkeit, Frauen zu schlagen. Das galt so, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ilona Böttcher gehört als Verwaltungsangestellte zu den 8 hauptberuflichen Mitarbeitern des Frauenhauses. Seit knapp 2 Jahren gibt es diese Einrichtung. Eine Villa im Grunewald als Schutzraum für misshandelte Frauen. Wir hatten 70 Plätze, 12 Zimmer und 70 Plätze. Man muss sich das vorstellen, diese Villa, die wir bekommen haben, war ja nicht ideal für unsere Bedingungen. Das war wie eine Jugendherberge. Da waren Stockbetten drin, teilweise waren 8 Betten, also 8 Stockbetten in einem Zimmer, bei einem großen Zimmer. Das war nicht angenehm, dort zu leben. Die Frauen sind nicht gekommen, weil es schöner bei uns war, sondern weil es sicher war.
Und in dem Moment, wo das Haus mehr als 70 Personen hatte, haben wir Matratzen ausgelegt. Und zwar überall. Überall. Wir hatten zum Schluss, also das Ganze, also man konnte nicht mehr treten. Es herrscht das Prinzip der offenen Tür. Niemand wird abgewiesen. Die Frauen, die hier Unterkunft finden, bleiben zwischen einem Tag und 10 Monaten. Manche kommen immer wieder. Sie sind zwischen 18 und 85 Jahre alt. Und sie kommen aus allen Schichten. Die Kirchen haben ja schon immer solche Frauen aufgenommen. Schon immer. Aber sie haben sie wieder zurückgeschickt. Das war immer nur ein Pflaster draufkleben und gucken, bis die Verletzungen geheilt waren, so ungefähr. Und wir haben gesagt, es muss sich was ändern. Und zwar muss sich gesellschaftlich was ändern. Das eine ist, wir kämpfen für die Frauen, die konkreten Frauen, die bei uns sind. Die müssen jetzt geschützt werden. Aber wir wollen langfristig was verändern. Die Mitarbeiter helfen den Frauen bei Behördengängen, der Wohnungssuche, auf dem neuen Weg in ein selbstständiges Leben. Noch sind Vergewaltigung und Gewalt in der Ehe sogenannte Antragsdelikte. Nur wenn eine Frau eine Misshandlung zur Anzeige bringt, können Polizei und Staatsanwaltschaft tätig werden. Wir haben ganz viel mit unserem zuständigen Polizeirevier erstmal gearbeitet und haben mit denen Fortbildungskurse gemacht. Also erstmal ein Bewusstsein wecken. Das ist nicht, also sie klopfen an der Tür, sie sind alarmiert von den Nachbarn, die haben Schreie gehört. Der Mann kommt zur Tür und sagt, ach, meine Frau ist gegen die Schrank gelaufen. Also gegen die Schranktür, das war eine typische Geschichte, oder die Treppe runtergefallen. Und dann kommt sie und sagt, ja. Und dann ist die Polizei wieder gegangen. Na, das war, wie gesagt, ein Antragsdelikt. Heute ist das, die Polizei kommt dahin, guckt sich das an und sagt, wir haben gesehen, hier ist Gewalt passiert und wir müssen ermitteln. Das ist eine andere Situation. Damals mussten wir aufklären, dann nehmen Sie doch die Frau mit, damit die erstmal überlegen kann, ne? Will ich da raus, kann ich da raus? Sie können sie nicht vor dem Mann fragen. Das war ein ganz großer Schritt, auch für die Polizei, sich anders zu verhalten. Ilona Böttcher hat mit 18 geheiratet, mit 20 ein Kind bekommen, sich mit 23 scheiden lassen und ihr Abitur nachgeholt. Denn von einer jungen Ehefrau wurde eine höhere Bildung nicht erwartet. Beim Studium kam sie mit der Frauenbewegung in Kontakt. Mit ihrer Arbeit im Frauenhaus verändert sich auch ihr Blick auf die eigene Vergangenheit. Das hat mein ganzes Leben umgekrempelt, weil ich mir alle meine Beziehungen nochmal angeguckt habe und gesehen habe, wo fängt denn Gewalt an? Wo habe ich mich ausgeliefert und es gar nicht gemerkt? Wo habe ich mitgemacht, weil es eben so üblich war? Und da erst habe ich angefangen, mit meiner Mutter zu reden zum Beispiel, weil ich Sachen, die ich bei den misshandelten Frauen gesehen habe, auch bei ihr gesehen habe. Und dann hat mir meine Mutter ihre Geschichte erzählt, die einer misshandelten Frau ist. Einer schwer misshandelten Frau. Auch vergewaltigt im Krieg, aber auch von meinem Erzeuger schwer misshandelt. Und mein Bekanntenkreis. Ich habe im Frauenhaus gearbeitet und plötzlich in meinem Bekanntenkreis, die Freundin erzählte plötzlich, dass sie geschlagen wird. Die Freundin erzählte, dass sie das erfahren hat. Die Freundin erzählte das. Und mir sind die Kinnlade runtergefallen, wie viele Freundinnen ich hatte, wo das nie thematisiert wurde. Nie. Love is in the air, everywhere I look around. An die 100 Jugendclubs gibt es in Ost-Berlin, 10 davon im Prenzlauer Berg. Doch dieser Club in der Czarnikauer Straße, entstanden aus einem ehemaligen Konsumgeschäft, ist einmalig. Denn hier haben Teenager keinen Zutritt. Mit 18 ging man noch zum normalen Jugendclub. Und wenn man aber dann Kinder hatte mit 21, 22, dann brauchte man ein eigenes Milieu. Und so entstand die Idee eines Clubs der Mitzwanziger.
Wilfried Bergholz, Psychologiestudent, gehört seit der Gründung 1976 zum ehrenamtlichen Clubrat. Der Clubrat war ja sehr bunt zusammengewürfelt. Ne? Wir hatten da einfache Arbeiter, Ingenieure, Leute, die noch studiert haben oder junge Leute wie ich. Ich war ja damals erst 24 Jahre alt, also auch die noch sehr, sehr, sehr jung. Und wir haben uns auch gerne gerieben. Es gab auch ein Bedürfnis, sag ich mal, nach sich einbringen. Trotz vorgeschriebenem staatlichen Leiter bestimmen die ehrenamtlichen Macher das Programm. Jeden Sonntag ist Kindertag. Legendär wird das Straßenfest einmal im Jahr. Ich saß am Ende einer Veranstaltung an der Tür draußen und habe die Gäste verabschiedet. Das war wirklich eine sehr familiäre Atmosphäre. Und da kam eine große Spitzensportlerin aus Grünau, eine Ruderin, der man das auch angesehen hat. Und die schleppte einen meiner Clubmitglieder, genannt Goldi, schleppte sie raus. Der konnte kaum noch gehen. Und dann sagte ich, Mensch, was willst du denn mit Goldi? Der ist doch völlig hinüber. Und sagte sie, ja, heute Abend ja, aber morgen früh. Ist ja wieder frisch. Das beschreibt ein bisschen die Stimmung in dem Club. Also sehr familiär, sehr offen und auch sehr mit dem Thema Liebe befasst. Also es sind auch eine ganze Reihe von Pärchen und Familien dort entstanden. Fotozirkel, Theatergruppe, Lesungen und Liederabende, all das findet hier statt. Freitag und Samstag wird getanzt. Nicht nur nach den aktuellen Best-Hits. Für die langsamen Runden darf es auch mal eine Ostballade sein. Auch die Hits aus 78, wie zum Beispiel Sagte mal ein Dichter von Holger Biege, der wohnte ja gleich um die Ecke in der Gleimstraße, oder König der Welt von Karat, was fällt mir noch ein? Ach so, Nach Süden von der Gruppe Lift, gesungen von Werther Lohse. Hinter den Hügel wachsen mir Flügel, um vor dem Winter abzuhauen. Abzuhauen. Also wurde das dann wirklich gesungen und das wurde auch vielstimmig gesungen, also gerade dieses Abgehauen. Und durch die Nähe zur Grenze waren ungefähr 500 Meter bis zur Bosebrücke, also Bornholmer Straße. Da kamen auch immer reichlich Westberliner Mitzwanziger zu Besuch, die man immer daran erkannte, dass sie eben so Viertel vor zwölf rannten sie plötzlich los, ließen ihre Tanzpartnerin stehen. Mussten kurz rüber, sich neuen Stempel holen, neuen Eintritt bezahlen und kamen dann also nach 10 Minuten wieder an und haben weiter getanzt. Hertha BSC reist im April zu einem internationalen Freundschaftsvergleich gegen Dynamo Dresden. Als der Mannschaftsbus in der Elbmetropole eintrifft, wird er bereits von Union-Fans erwartet. Für sie ist es eine einmalige Chance, die Hertha-Spieler live zu erleben. Manfred Sangel und die Hertha-Fans sind mit einem Sonderzug nach Dresden gekommen. Ich meine mich ganz dunkel zu erinnern, dass der gesamte Bahnhof abgesperrt war, nahezu menschenleer war. Auf dem Nachbargleis standen zwei Dynamo Dresden-Fans mit einer Dynamo-Fahne und haben uns wirklich nett begrüßt. Und die haben wir dann freundschaftlich mit Bierdosen, also nicht beworfen, sondern zugeworfen. Trotz der Sicherheitsvorkehrungen kommt es auf Dresdner Straßen zu Verbrüderungsszenen zwischen den Ost- und Westberliner Fußballfans. Das war dann schon für die Polizei da, glaube ich, nicht ganz einfach zu unterscheiden, wer ist denn jetzt Hertha-Fan aus West-Berlin oder wer ist jetzt Unioner, und weil wir haben ja alle das Gleiche gebrüllt. Das war so der klassische Gesang, wir halten zusammen wie der Wind und das Meer, die blau-weiße Hertha und der FC Union. Das war Zusammengehörigkeit, was da demonstriert wurde, gegenüber eigentlich allen, ob sie es hören wollten oder nicht. Das war es jungen Leuten ja sowieso egal. Und umso lauter, umso besser. Man sagt nicht umsonst nicht, es gibt nur zwei Meister an der Spree, es ist Union und Hertha BSC. Ne? Genau. Hallo, Eisern Union! Eisern! Ein Slogan lautet: Hertha und Union, eine Nation.
Die Fanfreundschaft ist auch ein Protest gegen das geteilte Berlin und gegen die Mauer, die immer weiter ausgebaut und perfektioniert wird. Mit großem Aufwand errichten Pioniere und Grenztruppen der Nationalen Volksarmee seit 2 Monaten in mehreren Stadtteilen hinter der ersten Mauer eine zweite. Hier am Rande des Märkischen Viertels wurden für die Mannschaften Zelte aufgebaut und große Mengen Baumaterial bereitgelegt. Auch in Spandau sind große Teile einer zweiten Sperrmauer bereits fertiggestellt. Im Ortsteil Frohnau errichtet die NVA hinter dem Metallgitterzaun zusätzlich eine dreifache Gittersperre. Der Westberliner Zoll glaubt, dass die Maßnahmen dazu dienen, Flüchtlinge bereits weit auf DDR-Gebiet abzufangen. Eine solche Anordnung soll im Frühjahr an die Grenztruppen ergangen sein. Die Westberliner Deutschlandhalle ist der Konzerttempel für internationale Showgrößen. Ende April strömen über 10.000 Menschen in den Betonbau, um für 17 D-Mark eine der gerade angesagtesten britischen Rockbands zu erleben. Queen. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you, singing everybody, we will rock you, come on. Eine königliche Show mit Pomp und Pathos, in der Sänger Freddie Mercury einen glamourösen Zeremonienmeister zum Besten gibt. Wie einen Zauberstab schwingt er seinen Mikrofonständer durch die Luft und elektrisiert sein Publikum zu Begeisterungssturm. In Ostberlin kommt der Hit der Stunde aus dem Prenzlauer Berg, von der Rockgruppe City. Die Single Am Fenster hat sich bereits 100.000 Mal verkauft. Und auch der westdeutsche Musikmanager Peter Schimmelpfennig horcht auf. Ich weiß nicht mehr, ob ich das im Radio gehört hatte oder wahrscheinlich, das ließ sich ja gar nicht verhindern, dass ich also erfolgreiche DDR-Titel mitkriegte. Es ist ja wirklich technisch auf dem absoluten untersten Niveau. Das Schlagzeug klingt wirklich wie Pappkarton. Und der Gesang ist irgendwie ein bisschen muffig, aber es ist einmalig schön. So wie es war, eine Sternstunde oder ein glücklicher Moment. Lieg ich durch die Welt. Peter Schimmelpfennig, der schon Alben der Pudis und von Karat in der Bundesrepublik veröffentlicht hat, will auch City im Westen bekannt machen. Beim Chef des Ostlabels Amiga engagiert er sich für eine LP-Veröffentlichung und prophezeit dieser Platte einen großen Erfolg. Seine Prophezeiung untermauert er mit einem Zuschuss von 25.000 D-Mark. Geiger Georgi Gogov bittet er dafür um ein Extra. Ich hatte dann dem Jean gesagt, dass Am Fenster sich gut eignete für eine lange Version. Und er möge doch daraus einen Dreiteiler machen. Was er auch großartig hingekriegt hat. Am Ende war dieses Werk unvergleichlich schön und spannend und aufregend. Bis zum heutigen Tag. Und so kommt auf die B-Seite der ersten City-Platte nur ein Titel. Am Fenster in einer Länge von 17 Minuten und 40 Sekunden. Hertha-Fan Manfred Sangel erwirbt die Amiga-Platte bei einem seiner Ausflüge nach Ost-Berlin zu Eisern Union. Eins meiner drei absoluten Lieblingslieder ist City am Fenster. Und zwar die wirkliche lange Originalversion, wo der Vorhang aufgeht, die Gitarre gespielt wird. Kriege ich jetzt gerade Gänsehaut, das ist nicht gespielt, das ist einfach so. Das ist tatsächlich eine Amiga-Pressung, die
ich geschenkt gekriegt habe, gekauft habe, das weiß ich nicht mehr. Aber die Platte hegig und pflegig. Im Westen wird die Platte unter dem Namen City 1 veröffentlicht. In Griechenland erlangt sie sogar Goldstatus. Peter Schimmelpfennigs Prophezeiung hat sich erfüllt. Nun plant er eine Westtournee mit City im kommenden Jahr. Das war mir nie so bewusst, aber im Grunde habe ich auch ein bisschen an dieser Mauer gebohrt. Weil natürlich Hoffnung auf beiden Seiten entstehen kann. Zuerst reisen Politiker und dann reisen die Sportler und dann die klassischen Musiker, Dresdner und so weiter und die Leipziger. Und tatsächlich sind dann irgendwann auch für jeden erkennbar, auch in der DDR, die Popmusiker gereist. Das ist natürlich wie so ein Licht, das angeht, nicht? 1. Mai in Ost-Berlin. Die aufmarschierten Massen bekennen sich zu neuen Verpflichtungen der Überplanerfüllung. Versprechen der Führung weitere Produktionssiege der Arbeitsbrigaden, feiern letzte Errungenschaften wie Arbeitszeitverkürzung, verbesserte Sozialversicherung, erhöhtes Krankengeld. Und wie zum Dank lassen die obersten Führungskader ihre Abbilder auf Händen an sich vorübertragen. Sie sind die Bürger der DDR? Ja. Ja. Ich bin Lutz Lehmann vom ARD Fernsehen. Ich würde Sie gerne fragen wollen, heute am Tag der Werktätigen, was würden Sie sagen, sind die wichtigsten Errungenschaften der DDR? Na, bei uns sind sie voll erfüllt worden, aber ich möchte nicht für Sie sprechen. Na ja, das wissen Sie ja selber, Herr Lehmann, ne? Na, ich würde es doch gerne von Ihnen hören, was aus Ihrer Sicht... Das wissen Sie doch selber. Also ich muss sagen, unsere Rente, na ja, die ist erhöht worden und ja, wir kommen ganz gut durch. Na, ich finde es schon ganz gut, die sozialen Errungenschaften, ne, dass eben das doch genügend Geld für die Arbeiter gibt und so. Ne. Die wichtigsten Errungenschaften, was soll ich dazu sagen? Ach, sag doch mal was. Sag du doch mal. Ich wüsste nichts. Wenn Sie an Verbesserungen denken, was würden Sie dafür wichtig halten? Na, auf jeden Fall erstmal Klamotten, also Sachen. Sachen und dann Kultur und so weiter. Kultur und so was gibt es im Pankower mit 20er-Club Impuls. Sein guter Ruf ist zugleich auch sein Problem. Denn der Andrang, vor allem an den Tanzabenden, ist groß. Ich erinnere mich an einen bösen Leserbrief, der erschien 1978 in der Berliner Zeitung am Abend, BZ am Abend. Und da hatte eine junge Frau sich beschwert, ne, da kommt man nicht rein, 1000 Leute stehen da rum und immer werden von der Seite welche vorgelassen, das ist ja unverschämt. Und dann schreibt sie eine interessante Sache, also das wurde da abgedruckt in der Zeitung. Sie haben am Abend unser einjähriges Kind ins Bett gebracht und gewartet, bis es eingeschlafen war und machten uns dann auf den Weg in den Club Impuls. Und das finde ich so interessant im Vergleich zur heutigen Zeit, ne? Also wie entspannt die Leute mit dem Thema umgegangen sind. Man darf nicht vergessen, die Leute bekamen damals ihre Kinder mit Anfang 20. Also heute so Mitte, Ende 30, damals Anfang 20. Und die hatten auch eine andere Einstellung zu dem Thema. Und damals war es so, dass im Mittelpunkt der Familie standen die Eltern. Zwei, in der Regel zwei. Vater und Mutter. Und die Kinder kreisten drumherum. Und heute ist es genau andersrum. In der Mitte sind die Kinder und die Eltern kreisen drumherum. König der Welt ist das Herz, das nicht nur Diskothek, auch Disputhek bietet der Club. Es wird heftig diskutiert, auch über die Frage, wie steht es um unsere Emanzipation? Was viele Leute an der DDR geschätzt haben, war diese Emanzipation. Also, dass die Frauen überwiegend arbeiten gingen. Dass es dieses bezahlte Babyjahr gab. Dass es überall Kindergärten gab und Kinderkrippen. Dass die Schulbildung gesichert war, dass es alles nichts kostete. Das ist eine besondere Errungenschaft der DDR, die man einfach auch mal erwähnen muss. Trotzdem war das natürlich mit Brüchen verbunden und mit Konflikten, weil natürlich die Männer auch noch da waren auf der anderen Seite. Und die mussten sich natürlich mit dieser neuen Position erstmal arrangieren. Und ich erinnere mich, an diesem Abend war auch eine junge Frau, die auftrat und sagte, ich habe jetzt schon zwei kaputte Beziehungen hinter mich gebracht
Und wenn mich noch mal einer liebt, wenn ich noch mal einen finde, der mich mag und der mich liebt, dann stelle ich ihm eben die Hausschuhe vors Bett, wenn er es unbedingt will. Das macht mir doch gar nichts aus. Und das, solche Diskussionen haben wir geführt. Also ich denke, dass die Frauen in der DDR wirklich meilenweit in ihrem Selbstverständnis vor den Frauen im Westen waren. Ich habe auch nie verstanden, warum Frauen im Westen so eine Art Abgrenzung von Männern brauchten. Also in bestimmte Läden, hier dürfen Männer nicht rein. Das hat mich erinnert an DDR, Hunde müssen draußen bleiben. Ich war erschrocken darüber, aber vielleicht haben die das gebraucht, dass sie erstmal, ich weiß es nicht, also wir brauchten das nicht. Also ich habe immer gemacht, was ich wollte. Und das ist für mich Emanzipation, also dass ich mich nicht abhängig fühlte von meinem Mann. Also ich verwaltete das Geld und alles und ich hatte das Sagen. Also und das meiste habe ich schon im Haushalt gemacht. Wow, mein Mann hat andere Sachen, die er besser konnte, gemacht. Elisabeth Radermacher ist Dozentin an der Humboldt-Uni und Mutter von zwei Kindern. Ihr Chef hat für ihre Doppelbelastung als Berufstätige und Mutter jedoch wenig Verständnis. Aller Emanzipation zum Trotz. Ich unterrichtete ja die sprachpraktische Ausbildung, Französisch. Und der war irgendwie Parteisekretär und er hat nie Rücksicht auf mich genommen mit dem Stundenplan, weil ich wollte nicht bis um 18 Uhr haben, sondern Unterricht maximal bis 16 Uhr, damit ich rechtzeitig die Kinder abhole. Und der hat das nie einsehen wollen. Ich weiß, dass ich manchmal wirklich meine letzte Stunde so schnell zur S-Bahn und dann einmal ist die S-Bahn stecken geblieben vor Friedrichshagen und oh Gott, und meine Kinder waren die zwei letzten. Kinder sind so kleine Hände, winzige Finger dran, darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann. Das Lied entsteht auf einer Zugfahrt. Bettina Wegner sitzt einem unglücklichen Mann gegenüber, der nervös mit den Händen auf seinen Diplomatenkoffer trommelt. Sie denkt dabei an ihr eigenes Kind und schreibt diese Zeilen. Sind so kleine Ohren, scharf und ihr erlaubt, darf man nie zerbrüllen. Das Lied wird zur Hymne der gewaltfreien Erziehung in ganz Deutschland. Sind so schöne Münder, sprechen alles aus. Darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus. Sind so klare Augen, die noch alles sehen. Darf man nie verbinden, können sie nichts verstehen. Ich habe es gesungen in der DDR, aber es wurde ja nie verbreitet. Also es gab keinen Rundfunk für mich, es gab keine Platte für mich. Es gab kein Fernsehen für mich, es gab keine Veröffentlichung. Ich durfte so gut wie nicht mehr auftreten und war nur noch in der Kirche unterwegs, wo Leute vor dem Konzert in der Kirche gekommen sind und gefragt haben, dürfen wir unseren Kassettenrekorder hier herstellen? Klar, habe ich gesagt, da standen manchmal 10 Kassettenrekorder. Das war die Art der Verbreitung. Sind so kleine Seelen offen? Nach einem ZDF-Bericht, der sie mit dem Lied vorstellt, wird sie zu einem Konzert nach West-Berlin eingeladen. Ist so ein kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht. Darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht. Gerade klare Menschen
wären ein schönes Ziel. Leute ohne Rückgrat haben wir schon zu viel. Ulkigerweise durfte ich dann auf eine Einladung von den internationalen Literaturtagen ins Bethanienhaus und habe für einen Tag ein Visum bekommen. Und ich nehme an, dass es auf diesem Lied fußte. Dem Lied habe ich sowieso sehr viel zu verdanken. Also eigentlich mir. Ich habe es ja geschrieben. Da habe ich 20, 25 Minuten gesungen. Und das wurde mitgeschnitten vom Rias. Und dann hat es Biermann und Christi Schädlich zur CBS nach Frankfurt. Und da haben wir gesagt, hier, die kann schon kaum noch auftreten, macht eine Platte. Also ich weiß nicht, wie ich vor lauter Mikrofon mich bis zu Ihnen durchfinden kann. Das ist alles so technisch hier. Das ist alles so technisch hier! Wenn ich singe, übrigens singe ich meistens lauter, als ich spreche. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen guten Abend. Zu meiner Ausbildung als Sängerin muss ich vielleicht erzählen, dass ich im zentralen Studio für Unterhaltungskunst ausgebildet worden bin, gemeinsam mit den von mir sehr verehrten Schlagersängern. Aus mir ist so ein Richter nicht geworden. Und wie ich der Schrecken der Dozenten war, waren die auch meiner. Manchmal treff ich heute Kollegen, mit denen ich damals zusammen studiert habe. Und dann fahren die zwei Autos, Volvo, und haben ein kleines Segelboot und ein Häuschen. Und dann erzählen die mir immer, wie ungeheuer schlecht ihnen das geht, weil so viel Scheiße machen müssen. Und nun finde ich eigentlich, dass jeder Mensch für das, was er macht, auch selber verantwortlich ist. Und für die Kollegen das Lied, wenn meine Lieder nicht mehr stimmen. Wenn meine Lieder nicht mehr stimmen und keiner hört mir zu, da lass ich die Gitarre schwimmen und setze mich zur Ruhe. So viele Leute, die ich kenne, die singen schön und aus Beruf. Zu viel, als dass ich Namen nenne, versauen der Ehrlichkeit den Ruf. Wie oft höre ich, was soll ich machen? Ach, Ehrlichkeit bringt nicht viel ein. Da sing ich lieber seichte Sachen. Kassier mein Geld und sag nicht nein. Während ihre Auftrittsmöglichkeiten im Osten immer weiter schrumpfen, wird der Konzertmitschnitt noch in diesem Jahr auf Vinyl gepresst. Im Westen erlangt die Platte rasch Goldstatus. Im Osten findet sie bestenfalls unter der Hand ihre Hörer. Ich glaube, es ist nicht so bitter, dass mich nicht jeder brauchen kann. Ich will nicht singen wie ein Zwitter. Nur vorher fragen, kommt das an? Wenn meine Lieder nicht mehr stimmen und jeder hört mir zu, da lass ich die Gitarre schwimmen und setze mich zu. Reaktionen habe ich gar nicht gekriegt. Hier. Also hier in der DDR. Ich sag heute noch hier und drüben. Drüben, also im Westen, verschenkt der Senat ein KPM-Kaffeeservice für 12 Personen im Wert von 20.000 Mark. Den Entwurf für das kostbare Porzellan gab einst Friedrich der Große in Auftrag. Beschenkt wird Queen Elizabeth II. Am 24. Mai besucht sie West-Berlin. Und die erste Zuschauerin dieses Spektakels ist auch schon da, um sich den besten Platz am Kudamm zu sichern. Wollen Sie die Queen sehen, ja, oder wie? Na ja, natürlich. Warum? Na ja, weil sie mir sympathisch ist, wissen Sie. Trotzdem sie auch viel Geld hat, wissen Sie. Und die hätte mal auch was für die Armen mitbringen sollen, nicht, wissen Sie. Ja. Aber, und anstatt das 10.000 Mark Geschirr, was sie hier kriegt, wissen Sie, ja, von KPM, hätten sie das lieber für die Armen sollen. Die hat schon, ist reich genug, wissen Sie. Komm, die Königin. Jetzt musst du winken. Guck mal. Du wink mal. Königliche Pracht auf dem Kudamm.
Ihr erster Besuch 1965 galt der Versöhnung zwischen Briten und Deutschen. Diesmal ist ihr Auftritt der Freiheit West-Berlins gewidmet, die auch durch die britische Schutzmacht garantiert wird. Mr. Governing Mayor, people of Berlin. Liebe Berliner, on my second visit bei meinem to Germany, zweiten Besuch in Deutschland hatte ich den besonderen Wunsch, wieder nach Berlin zu kommen, wo Sie mir vor 13 Jahren einen so herzlichen Empfang bereitet haben. Heute hatte ich Gelegenheit, einige der Fortschritte bei der Erneuerung Ihrer Stadt zu sehen. Es muss nicht immer nur eine Königin oder sonst was sein. Also ich meine, überhaupt ein Staatsbesuch ist sehr wichtig. Ja. Auch für Berlin besonders? Naja, eben für Berlin, ganz besonders, weil wir doch so isoliert sind. Ich sage, es ist doch wichtig. Also ich meine, man fühlt sich dann irgendwie aufgewertet, wenn uns die Leute eben auch besuchen. Die nächste Aufregung für die Westberliner folgt drei Tage später. Am 27. Mai wird Till Eberhard Meyer, Mitglied der terroristischen Bewegung 2. Juni, mit Waffengewalt aus der Justizanstalt Moabit befreit. Ein kriminelles Husarenstück und ein sicherheitspolitisches Desaster für Justiz und Polizei. Pressekonferenz um 13.30 Uhr. Viertel vor neun haben sich zwei Frauen bei der Pforte 1 der Untersuchungshaftanstalt gemeldet, sind in die Schleuse, durch die Schleuse hereingelassen worden und haben dort Anwaltsausweise vorgelegt. Das sind Ausweise, die eigentlich fälschungssicher sein sollten. Die Beamten an der Pforte 1 haben diese Ausweise geprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Personen identisch sind mit den Ausweisen und haben diese beiden Frauen durchgeschlossen in Richtung Zentrale 1. Nach der Befreiungsaktion versuchte der Pförtner der Haftanstalt über Walkie-Talkie die Funkstreife in der Nähe zu informieren. Aber die steckte gerade im Funkloch. Der Fluchtwagen hier beim Abtransport zur kriminaltechnischen Untersuchung wurde zwar schon wenige Minuten nach dem Alarm in der Flensburger Straße in Tiergarten gefunden, doch Hausdurchsuchungen in der Umgebung blieben bisher erfolglos. 6 Minuten nach der Flucht der Täter gibt die Polizei Landesalarm. Grenzkontrollstellen wie hier in Dreilinden, Flughafen und Fernbahn werden besetzt. Doch die Fahndung nach Till Meyer und seinen Befreierinnen verläuft ergebnislos. Bereits seit dem 10. April läuft am Berliner Kammergericht ein Prozess gegen Meyer. Ihm werden die Entführung des CDU-Politikers Peter Lorenz, die Ermordung des Berliner Kammergerichtspräsidenten Günther von Drenkmann und verschiedene Banküberfälle vorgeworfen. Am 21. Juni wird Meyer im bulgarischen Burgas von deutschen Kriminalbeamten erkannt und von der bulgarischen Polizei festgenommen. Auch in der Justiz, wie hier im Kriminalgericht Moabit, und in der angrenzenden Untersuchungshaftanstalt ist die Nachricht von der Wiederergreifung Till Meyers mit Erleichterung und Befriedigung aufgenommen worden. Und Justizsenator Baumann, der morgen vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des Ausbruchs aussagen muss, verspürte gar ein Glücksgefühl. Ein neuer Stadtbezirk entsteht im Ost-Berlin. Marzahn. Am 11. April letzten Jahres wurde die erste Baugrube ausgehoben. Mitte Dezember zogen die ersten Mieter ein. Inzwischen sind es bereits 5.400 und täglich ziehen 12 Familien dazu. Mit modernen Plattenbauten kämpft die DDR gegen den massiven Wohnungsmangel. 1971 wurde das Wohnungsbauprogramm der DDR beschlossen. Das größte Bauvorhaben ist Marzahn, das auf ehemaligen Rieselfeldern erbaut wird. Am 6. Juli wird hier die 1.000.000. Wohnung übergeben. SED-Generalsekretär Erich Honecker höchstpersönlich prüft die Bezugsfertigkeit.
So, und hier ist das Zimmer der Katrin. Tatsächlich, ne? Katrin, das ist aber toll. Ja. Ich muss sagen, so ein Zimmer hatte ich in meiner Jugend nicht gehabt. Ja, das hätte nee, ich uns auch gewünscht. Obwohl meine Mutter ein Häuschen hatte. Ja? Ja, ja. Das ist wirklich schön, das ist geräumig. Ja. Und so sind die ja. Kinderzimmer. Bis 1990 sollen hier 35.000 Wohnungen für 100.000 Einwohner entstehen. Dazu Kindergärten, Schulen, Kaufhallen. Elisabeth Radermacher hat sich für eine Wohnung in Marzahn angemeldet. Bisher wohnte sie mit ihrer Familie in einer kleinen Mansardenwohnung mit Ofenheizung und ohne Toilette. Nun zieht sie aus dem beschaulichen Friedrichshagen am Mögelsee in die Schlammwüste von Marzahn. Marzahn war schon ein Schock, also am Anfang. Dieser Schlamm, das war schrecklich. Und überall, und da wurde der, das war im Springpool unsere Wohnung, und da wurde das ausgebaggert und da waren, also vor unseren Fenstern waren lauter kleine Berge mit Erde. Aber trotzdem, also mir war wirklich das Bad und die Heizung das Wichtigste. Alles andere musste ich dahinter stellen. Plattenhausen nennen die Bewohner ihren neuen Lebensraum und erfinden weitere Spitznamen wie Arbeiterschließfächer und Schnarchsilos. Elisabeth Radermacher erwartet ihr drittes Kind. Und sie hat Glück. Sie bekommt eine Vierzimmerwohnung zugeteilt auf 75 Quadratmeter. Da musste ich aber schon froh sein, weil die mir vorher gesagt hatten, ja, also mit drei Kindern können Sie genauso eine Dreiraumwohnung kriegen. Also das war froh, dass das da vier Räume waren, die waren klein. Die zwei Kinderzimmer waren relativ klein. Aber wir hatten das Großzimmer, was für Schlafzimmer gedacht war, war dann Kinderzimmer, wo sie alle drei dann da. Und der Kleine schlief dann bei uns erstmal mit dem Kinderbett. Fernheizung, Warmwasser aus der Wand und eine platzsparende Schrankwand. Das ist der Wohnluxus von Marzahn. Ich hätte am liebsten gehabt, wie alle anderen, eine Schrankwand leicht zuzumachen und Chaos nicht durchblicken zu lassen. Aber, also mein Mann war da anders. Der bevorzugt die antiken Möbel der Großeltern, um wenigstens in den eigenen vier Wänden nicht so wie alle anderen zu wohnen. Individuell, statt genau. Marzahn bietet keine Geschäftsstraße oder Flaniermeile. Sogenannte Dienstleistungswürfel, Komplexbauten mit Friseur, Post, Reparaturdienst, Jugendclub, Gaststätte, dienen der wohngebietsnahen Versorgung. Radermachers erschaffen sich immerhin ein kleines grünes Paradies vor ihrem Balkon. Wir haben dann diese Wiese da bewässert und gepflanzt und mein Mann ist voll darin aufgegangen und wir hatten also die schönste Anlage von Marzahn, muss ich sagen. Also es war sehr grün. Meine Tante, die im Westen im Dorf wohnte, sagte, oh, bei euch ist mehr grün als bei uns im Dorf. Mensch, so ein Wirbel für eine Stippvisite von ganze 4 Stunden. Böse hatte er es sicher nicht gemeint, der Passant vor dem Rathaus Schöneberg, wo seit Tagen das Katerfieber grassiert. Aber vielen erscheint die Aufenthaltszeit des hohen Besuchers doch etwas knapp bemessen zu sein. Als ein regelrechtes Mammutprogramm erweist sie sich dagegen für jene, die Katers Besuch nach Minuten und Sekunden berechnen. Jeden Meter Straße, den die Autokolonne zurücklegen wird, überdenken Berlins Protokollmitarbeiter gemeinsam mit der Polizei und mit Vertretern der Alliierten. Nach allen denkbaren Sicherheitsrisiken äugen schon seit Wochen die amerikanischen Geheimdienste, natürlich in unsichtbarer Präsenz. Die übrigen Sicherheitskräfte, hier zum Beispiel bei der Kontrolle des Präsidentenpodiums, arbeiten Hand in Hand mit den Sonderkommandos der Berliner Polizei. Hier am Potsdamer Platz wird Carter einen Blick über die Mauer nach Ost-Berlin werfen. Zuvor hält James Earl Carter hier am Luftbrückendenkmal eine Rede. Die Zeremonie, die rund um das Oval auch von nicht geladenen Berlinern verfolgt werden kann, hat besonderes Gewicht. Berlin is a light to the whole world. A city
Der Präsident lobpreist Berlin als Licht für die Welt. Eine Stadt, auf der die Augen der Menschheit ruhen. Was immer sei, Berlin bleibt frei. Nach John F. Kennedy und Richard Nixon ist Jimmy Carter der dritte US-Präsident, der sich am 15. Juli mit einem deutschsprachigen und sogar gereimten Statement in die Liste rhetorischer Brückenschläge zwischen Washington und West-Berlin einreiht. Windig, verregnet. Sommer 78. Für die Berliner Wasserwerke jedoch ist dieser Sommer mehr als nur ein Segen. Denn Berlin steht immer mehr auf dem Trockenen. Also, wissen Sie, wenn es nach uns ginge, dann könnte dieses Wetter mit den vielen Niederschlägen noch lange anhalten. Warum? Unser Grundwasserhaushalt ist nicht in Ordnung. Wenn Sie auf diese Kurven schauen, dann werden Sie sehen, dass die Grundwasserstände seit langem gefallen sind und der Verbrauch ständig gestiegen ist. Diese Linie hier unten zeigt die Förderung der Berliner Wasserwerke von 1955 bis heute. Ständiger Anstieg. Und die obere Kurve zeigt die Entwicklung der Grundwasserstände. Sie sehen, der Grundwasserstand ist immer tiefer und tiefer gefallen. 1955 war die Welt noch in Ordnung. Von da ab ging es abwärts. Und wo stehen wir heute? Juli 78, 1,36 Meter unter dem langjährigen Mittelwert. Esso 36. Das ist der Name für einen Kreuzberger Stadtteil im unmittelbaren Schatten der Mauer. Und zugleich für einen neuen Club in der Oranienstraße. Eröffnet mit einem ironischen Mauerbau-Festival am 13. August, wird er zu einem legendären Treffpunkt der Untergrundkultur. Die Ära des Punk hat begonnen und bestimmt den Musikgeschmack der hier ansässigen Alternativszene. Kreuzberg gilt nicht gerade als ein Westberliner Vorzeigebezirk. Das liegt nicht an seiner Jugend, sondern am allmählichen Zerfall seiner Bausubstanz. Aber hier wohnt man noch billig. Und deshalb ist auch Beppo Pohlmann von Osnabrück in diesen Kiez gezogen. Kein Punk, sondern Texter, Musiker und Mitglied der Gebrüder Blattschuss. Das kann man sich nicht vorstellen. Man hat zum Beispiel kein Telefon gehabt normalerweise. Die Häuser waren mit dem sogenannten Durchsteckschlüssel. Man konnte da also auch nicht so einfach rein und raus. Bei uns gab es wenigstens eine Klingelanlage, aber das war auch nicht überall der Fall. Also es war noch, noch altmodisch. Und es war also da eine Mischung zwischen Studenten, ganz viele wegen dieser billigen Wohnung, und noch klassischen Kreuzberger Arbeitern. Es ist genau die Mischung, die Beppo Pohlmann zu dem Lied Kreuzberger Nächte veranlasst. Ich sitz schon seit einer Stunde ziemlich dumm, allein um einen Kneipentisch herum. Ich trinke schnell, obwohl ich's nicht vertrag, weil ich weder volle noch leere Gläser mag. Da plötzlich setzen sich sechs Mann zu mir und bestellen lautstark, bringen sie mal drei Bier. Ich seh schon doppelt und das aus gutem Grund, denn in Eckkneipen geht es nun mal rund. Ich habe den Song schätzungsweise 76 schon geschrieben oder 75 möglicherweise, bevor es Gebrüder Blattschuss gab. Und der ist eigentlich nur aufs Album draufgekommen, auf unser zweites Album war das, glaube ich, ja, weil da noch Platz war. Und die Jungs gesagt haben, dann nehmen wir dieses Kreuzberger Nächte von dir, da brauchen wir nicht lange zu üben und das geht einfach so. Und dann habe ich den Text verändert, dass er irgendwie überall stattfinden könnte. Sind ein paar Sachen sind übrig geblieben von dieser Originalszenerie, sag mal, der ein Rentner sagt, ihr solltet euch verschämen, dass wir diese Generationskonflikte, die man da in den Kneipen hatten, zwischen den normalen Bürgern und den Studenten. Jetzt frag mich doch so ein Typ, ob ich studiere. Ich sag ja Wirtschaftspolitik, drum sitz ich hier. Da sagt er, dass er von der Zeitung wär. Und da wär der Lokalredakteur.
Ein Rentner ruft, ihr solltet euch was schämen. Ein anderer meint, das läge alles am System. Das ist so krank wie meine Leber, sag ich barsch. Die 12 Semester waren noch nicht so ganz umsonst. Kreuzberger Nächte sind lang. Kreuzberger Nächte sind lang. Erst fangen sie ganz langsam an. Aber dann. Die Plattenfirma wollte das als Single rausbringen, wir wollten das aber nicht. Und wir haben uns da auch durchgesetzt, es gab keine Single von Kreuzberger Nächte, sondern es gab dann eine EP, das war eine Platte mit 4 Titeln. Und da war Kreuzberger Nächte drauf und 3 Titel, die wir uns ausgesucht haben. Und dann hat mit dieser EP haben wir dann die Radiosender bestückt, also die 3, die es gab. Und ich weiß nicht, ob es nach Westdeutschland auch gegangen ist. Jedenfalls hat damals der SFB dann Kreuzberger Nächte rund um die Uhr gedudelt. Und dann haben sie uns gefragt für die ZDF-Hitparade und wir haben gesagt, nein, gehen wir nicht hin. Weil das war damals für uns ein No-Go. Wir kamen aus der linken Studentenszene und diese Tralala-Schlager, da wollten wir eigentlich nicht hin. Dann haben sie uns das nächsten Monat nochmal gefragt. Dann haben wir unsere Bekannten gefragt, sag mal, kann man da ZDF-Hitparade hingehen? Da haben die alle nur gefragt, was zahlen die euch? Dann haben wir gesagt, ja, wir kriegen jeder einen Tausender. Dann haben sie alle gesagt, ideologische Gründe kannst du weglassen. Geht hin, holt euch die Kohle. Der Ruhm des Liedes ist den Gebrüder Blattschuss vorausgeeilt. Als sie in der ZDF-Hitparade auftreten, ist das Publikum regelrecht aus dem Häuschen und bereits absolut textsicher. Aus dem Kneipenlied ist der Stimmungskracher der Nation geworden. Ihre Kreuzberg-Hymne schafft Stadionatmosphäre im Berliner Hitparadenstudio. Der Titel ist viel zu lang. Das Lied ist schon ein bisschen mehr als einfach nur der Refrain. Und da sind ein paar lustige Zeilen, lustige Wortspiele. Das ist ein nett gemachter Popsong. Sollte eigentlich mehr so eine Parodie auf ein Stimmungslied sein, ist dann irgendwie schiefgegangen. Das ist ganz interessant, weil es wurde in der DDR zum Teil ganz anders rezipiert. Es wurde ganz anders aufgenommen, unter anderem auch von Studenten. Die Studenten, die das im Westen als kapitalistischen Tralala abgelehnt haben, das war für den Oststudenten war es anders. Da gibt es diese Zeile, das System ist so krank wie meine Leber. Und das haben die halt auf ihr eigenes System bezogen. Und die haben auch mehr auf den Text in den Strophen geachtet. Das lag daran, dass DDR-Bürger durch die staatliche Zensur ein bisschen drauf getrimmt waren, zwischen den Zeilen zu lesen und zu hören. Auch bei Kabarettprogrammen. Und das haben die dann auch auf Kreuzberger Nächte angewendet. Kreuzberger Nächte sind lang. Mit ihrem unbeabsichtigten One-Hit-Wonder verewigen sich die Gebrüder Blattschuss in der Feier- und Fetenkultur Deutschlands. Mich hat neulich einer gefragt, wie lebt sich mit nur einem Hit? Ich sag, besser als ohne. Während am Abend des 26. August im Palast der Republik ein Ball der Werktätigen stattfindet, erscheint die SED-Tageszeitung Neues Deutschland mit einer Sonderausgabe und unterbricht den Tanz. Der erste Deutsche ist an diesem Tag ins Weltall gestartet. Flieger-Kosmonaut Sigmund Jähn. Da heißt es zum Beispiel, der erste Deutsche im All ist ein Bürger der DDR. Es sind Fotos zu sehen von den Kosmonauten und es ist die Erklärung von Oberstleutnant Sigmund Jähn vor dem Start zu lesen. Auf der Rückseite heißt es heute in Baikonur 3, 2, 1 Start. Die einen, meistens die Intellektuellen, sagten, naja, wieder so eine große Nummer, ne, so. Es gab ja immer diese Versuche, die DDR besonders schillernd darzustellen. Also am schlimmsten waren immer Olympische Spiele oder so, ne, wo die kleine DDR dann der ganzen Welt das fürchten lernte. Und so haben viele das auch empfunden. Jetzt haben sie auch noch einen da hochgeschossen. Und dann gab es einen anderen Teil wie mich, die das durchaus spannend fanden, dass der da oben gewesen war.
in der Station Salut, glaube ich, hieß die, Salut 6. Und er war ja ein sehr sympathischer Typ. Also die Auswahl war ja relativ gelungen. Also ähnlich wie Juri Gagarin war ja auch Sigmund Jähn eigentlich ein sehr sympathischer Typ. Jagdflieger der NVA, was ich ja auch gerne werden wollte. Mich hat das jetzt nicht besonders stolz gemacht. Ich fand die Leistung einfach toll. Die DDR hat einen neuen Staatshelden. Nach dem geglückten Ausflug ins Weltall wird Sigmund Jähn durch die Straßen der Hauptstadt chauffiert. Schüler müssen nicht zum Unterricht und die zum Spalier bestellten Werktätigen freuen sich über eine verlängerte Mittagspause. Im Roten Rathaus werden Sigmund Jähn und sein Weltallbegleiter Valeri Bykowski am 22. September zu Ehrenbürgern der Stadt ernannt. Es erfüllt uns mit Freude und Stolz, Ehrenbürger der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik Berlin zu sein, des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zentrums des ersten sozialistischen Staates auf deutschem Boden. Einen Tag später beehrt Fliegerkosmonaut Sigmund Jähn Marzahn. Seinem Weltallflug zu Ehren wird die gewöhnliche Springpfuhlstraße zur Allee der Kosmonauten aufgewertet. Hölle statt Himmel. Der Bahnhof Zoo gilt als West-Berlins bekanntester Schandfleck. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain. Zivilfahnder haben hier in einem Jahr rund 1000 Süchtige und Händler festgenommen, sowie mehrere Kilogramm Heroin sichergestellt. Hier versammeln sich Penner, Hehler, Stricher, Fixer, Dealer und minderjährige Prostituierte. In diesem Schattenreich spielt sich auch das Leben von Christiane Feldscherinow ab. Ein 16-jähriges Mädchen, das sich an Männer verkauft, Dealern hinterherhetzt und sich Heroin in die Venen spritzt. Zwei Journalisten des Magazins Stern werden auf sie aufmerksam und erzählen ihre Geschichte. Im Herbst erscheint das Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Für Drogenberater Horst Brömer, der selbst Christiane F. kennt, ist es eine zwiespältige Lektüre. Der Erfolg dieses Buches schließt sich daraus, es wurde von den jungen Menschen, die es ja damals in großen Mengen gelesen haben. Es ist ja an allen Schulen gelesen worden, in allen Klassen diskutiert worden. Es war ein Abenteuerroman. Es war eher nicht eine Tatsachenbeschreibung über das elendige Leben. Das elendige Leben wurde natürlich auch beschrieben. Aber es war mehr unter dem Aspekt gesehen, junge Menschen erleben ein Abenteuer in einer Stadt namens West-Berlin, die sowieso ja schon ein Abenteuer an sich war. Die jungen Menschen haben nicht verstanden, dass es um Sucht ging. Und Sucht ist eine tödliche Erkrankung. Ja, es sind so viele Menschen gestorben damals. Das Buch wird ein Bestseller. Christiane F. berühmt und die Schauplätze der Berliner Drogenszene zu beliebten Ausflugsstationen schaulustiger Teenager aus Westdeutschland. Die Lehrer sind mit den Kindern über den Bahnhof Zoo gegangen. Es wurden die Orte aufgesucht. Es gab reguläre Sightseeing-Tours. Und man versuchte immer, die zu sehen, die zu diesem Buch möglicherweise passen würden. Ja, zogen täglich die Menschen durch die Kurfürstenstraße und schauten die Mädchen und die Jungs an. Ja, das war schrecklich zu sehen, welche Attraktivität im negativen Sinne das ausgelöst hat. West-Berlin spielt Filmweltstadt. Uraufführung für den Film Schöner Gigolo, armer Gigolo. Mit großzügigen Kredithilfen hat der Senat dieses 12-Millionen-Projekt unterstützt, das vor allem durch ein Großaufgebot deutscher und internationaler Stars glänzt. Aus Ost-Berlin stammt die Musik von Komponist Günther Fischer. Ein Film, der groß Kasse machen will, aber grandios floppen wird. In pompös ausgestatteten Szenenbildern beschwört er das vergnügungssüchtige Berlin der 20er Jahre herauf. Hier muss sich ein Ex-Offizier der preußischen Armee nun als Gigolo in der Kavalierstruppe einer Baroness bewähren.
Der Rockmusiker David Bowie spielt den Auftragsverführer von androgyner Schönheit. Zunächst unbeholfen, irritiert und tölpelhaft. Der Film spiegelt die Unruhe jener Zeit, zeigt eine Stadt, die mit sich selbst wieder ins Reine zu kommen sucht. Die Bevölkerung hatte den Boden unter den Füßen verloren, wirtschaftlich ging es bergab. Auch Marlene Dietrich hat einen kurzen Auftritt, als Chefin des Gigolo-Service. Ihre letzte Rolle überhaupt. Eine geheimnisvolle, sentimentale Diva, so wie Marlene Dietrich selbst. Aus ihren Worten spricht nicht nur die Resignation jener 20er Jahre, sondern auch die der Schauspielerin selbst. Am Ende ihrer Karriere. Mein Lieblingschampagner. Tanzen, Musik, Champagner. Die beste Möglichkeit zu vergessen. Bis man wieder etwas findet, an das man sich erinnern möchte. Falsch unterrichtet von den Pressemonopolen fühlten sich gerade nach den Ereignissen im Herbst 77 breite Teile der bundesdeutschen Bevölkerung. Als vereinzelt auch Mitglieder von Bürgerinitiativen und sogar Christen zu Sympathisanten der Terrorszene gestempelt wurden, verstärkte sich der Ruf nach Gegeninformation. Ohne kapitalkräftige Hilfe von außen, ohne Aussicht auf Anzeigengelder, entstanden verschiedene parteiunabhängige linke Tageszeitungsinitiativen. Eine davon ist die Initiative für eine linke überregionale Tageszeitung. Ja, die Tageszeitung soll nach meiner Vorstellung jedenfalls vollständig die Tagesaktualität, also die täglichen Nachrichten, widerspiegeln. Und hinsichtlich der programmatischen Ausrichtung wird sich nach meiner Vorstellung jedenfalls die Tageszeitung nicht an einer bestimmten politischen Richtung orientieren. Wie in anderen westdeutschen Städten arbeiten die Taz-Gründer auch in einem Charlottenburger Ladenlokal an der Herausgabe der neuen Zeitung. Noch witzelt das Spiegel-Magazin über dieses Vorhaben. Mit Blattmachen. Im herkömmlichen Sinn hat das, was sich in einem angemieteten Laden in der Suarezstraße 41 abspielt, wenig zu tun. Damals sollten grundsätzlich alle alles machen, auch in der Taz. Und ich war eigentlich so ein bisschen der Organisator, der Rechtsberater. Das war eigentlich meine hauptsächliche Arbeit. Ich war ja immer daneben weiter Rechtsanwalt. Und habe dann ausgeholfen, habe auch Artikel geschrieben, die dann gedruckt wurden oder auch nicht. Wir wollten natürlich alles ganz anders und natürlich viel besser machen, viel ehrlicher, viel unabhängiger als die anderen Zeitungen. Es war nicht einfach irgendeine Zeitung, sondern die Tageszeitung. Und so setzt sich nach vielen Titelvorschlägen für die neue Zeitung wie Sumpfblüte oder republikanischer Landesbote schließlich der von Hans-Christian Ströbele durch. Mit dem schlichten und zugleich vielsagenden Namen die Tageszeitung. Die Vorstellung, dass man jeden Tag eine Zeitung rausbringt und auch nicht mal eine Woche keine oder so, die war eigentlich ungeheuer vermessen. Und auch ich selber hab nicht dran geglaubt, dass das sehr lange hält. Am 27. September erscheint die erste sogenannte Nullnummer der Taz. Ein Vorgeschmack auf das, was die Abonnenten der ersten Stunde von der Tageszeitung erwarten können. Dass die Taz geklappt hat, hängt mit vielem zusammen und hing von vielem ab. Aber eine ganz wichtige Voraussetzung war die Entstehung der inzwischen modernen Fotosatzsysteme, die das Übermitteln von ganzen Zeitungsinhalten täglich in Sekunden möglich machte. Und davon hat diese junge Gründung, Tageszeitung, sehr profitiert. Sie war in vielen bei der Anwendung dieser Technik die erste, die geradezu exemplarisch, beispielhaft für andere Zeitungen dann gewesen ist. Noch wird gestritten, wo die Zentralredaktion sein soll, in Frankfurt oder Berlin. Christian Ströbele findet, dass nur mit den in West-Berlin verfügbaren Subventionen und Steuerabschreibemöglichkeiten sich das Blatt längerfristig finanzieren lässt. Schließlich entscheidet sich die Mehrheit für West-Berlin. Ab April 1979 soll die Tageszeitung erscheinen. Wer in Ost-Berlin Westgeld hat oder Beziehungen und etwas auf sich hält, trägt Jeans.
aus dem Westen. Zwar investiert die DDR in eine volkseigene Jeans-Herstellung, doch die Produktion kommt nicht schnell genug in Gang. Um die Jugend bei Laune zu halten, lässt Erich Honecker im Land 1 Million Levi's-Jeans verkaufen. Der Landesvater erhöht Löhne, Renten und die Türme der Ananasdosen in den Delikatläden. Die Werktätigen sollen sich etwas leisten können für ihr Geld. Meckern ist nicht erwünscht, Kritik nicht geduldet. Für den 29. November ist im DDR-Fernsehprogramm der Film Geschlossene Gesellschaft angekündigt und sorgt bereits vor seiner Ausstrahlung für Mund-zu-Mund-Propaganda. Wie ein Kammerspiel inszeniert Regisseur Frank Beyer eine private Krise, die zugleich eine gesellschaftliche ist. Die Zensoren begreifen zu spät, was sie da zugelassen haben. Jutta Hoffmann und Armin Müller-Stahl als Ehepaar. Irgendwas machen wir falsch. Sicher. Wir machen alle Fehler. Aber wir erkennen sie nicht. Na und? Irgendwann werden wir sie schon erkennen. Warum etwas erzwingen wollen, was von alleine kommt? Dann ist es vielleicht zu spät. Die geschlossene Gesellschaft war angekündigt in den Programmzeitschriften für 21.30 Uhr. Und dann hat man sich versammelt. Das war eben damals so. Ne? Dann haben sich politisch Gleichgesinnte oder Interessierte in der Wohnung versammelt und entsprechend mit Getränken ausgerüstet, hat man dann diesem kulturellen Ereignis entgegengefiebert. Und der Film kam nicht. Ne? Es kam eine aktuelle Kamera, dann kam noch ein Tierfilm. Und dann ging es immer so weiter. Das Programm lief immer weiter. Und wir waren dann schon kurz davor, uns zu verabschieden um 1 Uhr und hatten gesagt, naja, haben sie doch den Schwanz eingekniffen. Und plötzlich fing der Film an. Es gibt keine gelungenen Experimente mehr, es gibt sie schon lange nicht mehr. Falls du es noch genauer wissen willst, meine Erfolge schrumpfen wie mein Ansehen. An die Stelle der vielgerühmten Kühnheit meiner Gedanken reiht sich Vergesslichkeit an Vergesslichkeit. Aber dafür mehren sich die Zweifel. Ich misstraue vor allem mir und scheue vor dem kleinsten Risiko zurück. Lieber gar keine Bewegung als eine falsche. Frank Beyer hat mal gesagt, also dass Angst, Verbohrtheit und Mangel der Kompromisse nicht nur ein Zeichen sind im Verhältnis zwischen Mann und Frau, sondern auch darüber hinaus. Und das war letztendlich ja diese Metapher für die Bedeutung dieses Films. Wir schlagen aufeinander los. Und nur mit größter Mühe verbergen wir den Ekel vor unserer Feigheit. Das ist mit uns. Magst du es nicht? Zur richtigen Zeit, mit den richtigen Worten, hast du dich wieder mal zum moralischen Sieger erklärt. Dabei habe ich nur dir zuliebe geschwiegen. Robert, auf diese Weise werden wir uns eines Tages für immer verlieren. Das Berlin des Ostens ist die Hauptstadt einer geschlossenen Gesellschaft und das Berlin auf der anderen Seite eine eingemauerte Insel ohne Sperrstunde. Die Mauer bleibt ein Unding und ist doch längst akzeptierte Gegenwart auf beiden Seiten der geteilten Stadt. Das Halleluja gilt keinem Kosmonauten. Diese Jugendlichen lassen sich ihre Helden nicht vorschreiben. Sie haben ihre Nische in der Ostberliner Gesellschaft gefunden, bei Eisern Union. Habt ihr denn sonst noch so andere Hobbys, denen ihr nachgeht, Interessen? Ach, naja, viel ist ja nicht los. Ja, aber gibt's da irgendwas, was ihr macht, so eine Aktivität? Nö, Aktivität nicht. Nein. Nö.
Wir haben unsere Arbeit und Union nicht reicht. Ja, das reicht, das reicht. Ja, mehr können wir nicht machen hier. Union als Identitätsstifter der Unangepassten. Der Club verliert auch in diesem Jahr gegen die protegierten Vereine mehr, als er gewinnt. Aber diese Mannschaft muss nicht siegen, um geliebt zu werden. Endlich. Nach 11 Jahren Bauzeit wird am 15. Dezember die neue Staatsbibliothek eröffnet. Ein Mammutbau und Meisterwerk des Architekten Hans Scharoun. Am Rande des Tiergartens, wo der Wahn von einer Welthauptstadt Germania eine riesige Nachkriegsbrache hinterlassen hatte, triumphiert nun in Nachbarschaft von Scharouns Philharmonie und Mies van der Rohes neuer Nationalgalerie das größte und teuerste Gebäude West-Berlins. Die städtebauliche Konzeption dieses Entwurfes ist meisterhaft, hatte eine Wettbewerbsjury bereits 1964 attestiert. 229 Meter ist das Gebäude lang, das der Volksmund bereits seiner Form wegen Bücherdampfer getauft hat. Die Halle, hinter dem Haupteingang großzügig wie das gesamte Bauwerk, ein Ort der Begegnung nach dem Willen des Architekten und gleichzeitig ein Informationszentrum. Breite Treppen führen zu den Lesesälen. Hier können rund 600 Besucher auf 9300 Quadratmetern Fläche Platz finden. Verschwendung, so war kritisch zu hören, ein Urteil, das nur zu teilen vermag, wer nie in viel zu engen Räumen versuchen musste, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Die auf den Menschen und die Funktion zugeschnittene architektonische Großzügigkeit macht diese Bibliothek nicht nur zu einer der größten in Europa, sondern sicher zur modernsten und schönsten. Und noch eine West-Berliner Attraktion. Am 16. Dezember präsentiert sich das modernisierte Metropol am Nollendorfplatz als Hightech-Vergnügungstempel der Extraklasse. Around, 1928 inszenierte hier Avantgarde-Regisseur Erwin Piscator. 50 Jahre später inszeniert sich die West-Berliner Samstagnachtgesellschaft im Discofieber. Die Disco-Welle, die der Film Saturday Night Fever ausgelöst hat, erreicht am Ende des Jahres auch West-Berlin. Wer tanzen kann, tanzt nach dem Vorbild der neuen Hollywood-Ikone John Travolta. Selbstvergessen und selbstverliebt. Die Hits liefern die Bee Gees mit dreistimmigem Falsettgesang. Weihnachten gibt es auch irgendwie und auch irgendwie wie immer. Eine besondere Bescherung präsentiert das Theater des Westens am vorletzten Tag des Jahres. Ein Wiedersehen mit einem Berliner Idol. Horst Buchholz als Conferencier in Cabaret. Schön, dass Sie da sind. Je suis enchanté. Happy to see you. Bleib auch Reste stehen. Willkommen, bienvenue, willkommen in Cabaret, oh Cabaret, to Cabaret.